Hast du mich eben wirklich angepiept, damit ich dir sage, wie viel Tylenol du Mrs. Lenzner geben musst? Ich wollte nicht, dass sich der Zustand der Patienten... Wir reden hier über stinknormales Tylenol. Du machst damit Folgendes. Du reißt ihr den Mund auf, nimmst eine Handvoll und schmeißt es in sie rein. Und alles, was drin bleibt, ist die richtige Dosis. Ja, aber und du darfst unter gar keinen Umständen gegen dein Redeverbot verstoßen. Dr. Kelso sagt uns immer, man muss positiv bleiben. Ich werde das jetzt so vorsichtig wie nur möglich formulieren, damit es nicht nach Übertreibung klingt. Dr. Kelso ist zweifellos das bösartigste Wesen auf diesem Planeten und höchstwahrscheinlich ist der Mann sogar der Satan persönlich. Es ist nur, dass ich auf sowas nicht vorbereitet war. Wissen Sie, die meisten meiner Patienten sind älter und irgendwie geistig nicht mehr ganz da. Mein Freund, das ist die moderne Medizin. Sie vollbringt das Wunder, Menschen am Leben zu erhalten, die schon vor langer Zeit hätten sterben müssen, nämlich zu der Zeit, als man sie noch für voll nehmen konnte. So, und dein Job ist es, geistig normal zu bleiben, damit du, wenn mal ein Patient kommt, dem du wirklich helfen kannst, nicht so abgestumpft bist, dass du nicht mehr funktionierst, verflixt und zugenäht. Was hast du? Besprechen wir das doch lieber nicht vor. Ihr? Sie ist tot. Merk dir das, du Anfänger. Wenn du hier eine Leiche rumschiebst, wird kein Schwein was von dir verlangen. Sie sind wie ein Vater zu mir. Na schön, soll ich dir wirklich einen Tipp geben? Wenn die mitkriegen, dass du die Schwestern deinen Job machen lässt, dann fliegst du hier schneller raus, als du Milzbrand sagen kannst. Klare Ansage, oder? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin gar nicht tot.